Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zum Profi-Walkthrough von Dark Souls. Es ist fast geschafft, wir sind kurz vor dem Ende, wir haben nur noch ein Gebiet vor uns, das ist sogar nicht mal allzu groß, einen Boss noch und dann geht's ab ins Finale. Yay! Hat ja auch lang genug gedauert, oder? Wir kommen hier aus den Archiven des Herzogs hinaus in den Garten der Archive und von dort geht's dann großen Schrittes in das Boss-Areal. Aber erst einmal schauen wir uns hier ein kleines bisschen um. Wir sehen hier mal wieder Crystal Golems ohne Ende. Die sind in der Regel blau, wie diese hier. Aber es gibt auch einen, der ist gelb. Um den kümmern wir uns später. Erstmal schauen wir, was die so können. Wir kennen sie ja schon aus dem Finsterwurzbecken. Die Taktik hat sich nicht geändert. Immer schön umkreisen, auf ihre fetten Fausthiebe aufpassen. Und dann immer ein bisschen Abstand nehmen, wenn sie das hier machen. Und etwas Geduld und Spucke, denn sie haben jetzt deutlich mehr Hitpoints als damals im Finsterwurzbecken. Und überraschen einen auch ganz gerne mal mit so fiesen Sprungattacken wie diesen. Na komm jetzt. So, Nummer 1. Das Schild war nicht gut oben. Sie sind schneller, als man vermuten mag. Eieiei. Okay, jetzt aber in Ruhe nochmal. Falls ihr Magier seid, auch immer eine gute Variante. Denn die Typen sind ganz schön magieanfällig. So, Schluss jetzt. Lauft hier einfach am besten an der Mauer entlang, denn es gibt bisweilen in den Ecken das ein oder andere Item einzusammeln. Ich schau mal, ob ich sie alle finde. Jawohl. Wie gesagt, allein betrachtet sind sie keine allzu große Gefahr. Ihr seht schon, da hinten stehen drei Stück auf einem Haufen, da wird es dann schon ein bisschen kniffliger. Da sollte es euer Ziel sein, sie eine nach dem anderen anzulocken. Vielleicht gelingt uns das ja. Sie haben eine sehr große Sichtweite, wie ihr seht. Also der eine ist schon aufmerksam geworden, hat uns schon gesichtet, der andere eventuell auch schon. Nur der dritte ganz links steht mit dem Rücken zu uns und hat uns noch nicht gesehen. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob vielleicht einer einzeln auf uns zukommt. Na, kommst du? Ach, kann ich schon markieren. Gut, dann locken wir ihn uns einfach zu uns. Geben ihm schon mal alles mit, was wir haben unterwegs. So geht's auch. Falls ihr kein Magier oder Pyromant seid, könnt ihr das natürlich auch mit Pfeil und Bogen lösen und die einzeln anlocken. Das ist auch immer eine Möglichkeit. Jetzt einfach ein bisschen Abstand zwischen euch und den anderen bringen, falls der doch noch aufmerksam wird und sagt, ey, ich springe dir jetzt ganz gemein in den Rücken. Locken wir den lieber ein kleines bisschen weg, um ihn dann in Ruhe erledigen zu können. Achtet euch auch immer ein bisschen auf eure Ausdauer hier, weil ein Treffer, selbst wenn ihr den Schild oben habt, haut euch die Ausdauer komplett auf Null runter. Und dann steht ihr ohne Block da. Und das wollt ihr wirklich nicht haben bei diesen Burschen. Denn der nächste Treffer sitzt dann umso mehr. So, nun haben wir es mit diesem extra großen goldenen Golem zu tun. Wir kennen das schon. Wir haben im Finsterwurzbecken hinter der Hydra schon mal so einen speziellen Golem gefunden. Und da Dusk befreit. Die Heilerin, die uns auch den Zugang quasi zum DLC ermöglicht in einer Questlinie. Und hier haben wir es jetzt wohl mit nochmal was Ähnlichem zu tun. Aber auch hier gilt, er ist deutlich stärker als sein Pendant im Finsterwurzbecken. Ihr müsst dann noch agiler sein.
Immer umkreisen. Nie von vorne. Wenigstens ist das ein Golem, der nicht so zurückspringt oder nach vorne springt. Der ist ein bisschen behäbiger. Aber das macht ihn trotzdem nicht ungefährlicher. Und mal sehen, was jetzt passiert. Siehe da, Zwiebelritter. Allerdings nicht Siegmeier, den wir schon kennen, sondern wir schauen mal, wer das nun ist. It was you who rescued me. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if we'll just stay put and keep out of trouble. Thank goodness. Ja, siehe da, Siegmeier hat eine Tochter, Sieglinde, und sie ist auf der Suche nach ihrem Papa. Jun, viel Glück. Vielleicht sehen wir sie nochmal wieder. Gut, das ist hier nicht der letzte von den Kristallgolems. Da unten warten nochmal zwei. Also Vorsicht. Na, komm schon. Da bin ich jetzt voll reingelaufen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Kristalle ihren Radius irgendwie immer verändern und ich manchmal trotzdem drin stehe, obwohl ich eigentlich glaube, in Sicherheit zu sein. So, ganz da hinten am Ende des Gartens, wo diese merkwürdige Felsformation in den Himmel ragt, ist das letzte Item hier in diesem Garten. Und ihr müsst echt aufpassen, weil hier links stehen nochmal zwei Golems und wie ihr schon bemerkt habt, hier vorne auch, den hätte ich jetzt beinahe übersehen, haben die zum Teil eine richtig große Sichtweite und können einem böse in den Rücken fallen. Komm mal hier runter, wo sich's kämpfen lässt, danke. Wenn ihr Glück habt und ihr könnt sie mit ein, zwei Hieben staggern, dann haut einfach weiter drauf, bis eure Ausdauer fast hinüber ist. Ich glaube zumindest immer, dass hier ein Item liegt. Ich würde eins platzieren. Nun denn, schade. Dann, ihr zwei Scherzkekse. Wer will zuerst? Du? Genau, komm her. Geht hier also tatsächlich, wie ihr seht, uiuiui, mit Bedacht vor. Ja, jetzt kommen sie beide, ganz toll. Denn, wie gesagt, ein Schritt zu viel, ihr seht es schon, und ihr habt es gleich mit mehreren von diesen Burschen zu tun. Und wie ihr vorhin schon gesehen habt, ist das nicht zu empfehlen. Alleine, wie gesagt, schnell Kleinholz, oder in dem Fall Kleinkristall. Aber in Gruppen dann doch eine zu große Herausforderung. Wie ihr gesehen habt, lassen die Typen auch in seltenen Fällen blaue Brocken fallen, was ja natürlich Level 3 Material ist, für unter anderem magische Waffen. Wenn ihr euer Finderglück erhöht, zum Beispiel durch Menschlichkeiten, dann könnt ihr hier richtig gut farmen. Aber ich habe in der übernächsten Episode habe ich euch noch einen anderen Farming-Spot für Brocken der unterschiedlichsten Couleur, das um quasi ja Elementarwaffen aufs Maximum zu bringen. Feuer, Chaos, Magie, was auch immer ihr wollt. Gebe ich euch in der übernächsten Episode einen richtig guten Tipp. So, zu guter Letzt, hoffentlich. Ich glaube schon. Ich glaube, 10 Stück hier im Garten, meine Güte. Und dann spucken sie noch nicht mal richtig viele Seelen aus, dass man sagen könnte, das ist super zum Farmen hier. Sehr, sehr schade. Aber From Software wusste da schon drüber Bescheid. Weil das Gebiet ist ja relativ nah am Leuchtfeuer dran. Man kann sich hier jeden einzelnen rauspicken. Okay, jetzt gehe ich hier nur noch mal kurz einen Double-Check machen, ob ich wirklich kein Item übersehen habe. Nein, wir haben es.
Dann geht es jetzt raus aus dem Garten und hinein in ein wunderschönes Gebiet, aber auch ein richtig gefährliches. Eindrucksvoll sieht es wirklich schon aus hier am Eingang. Und das ist die Heimat von Seath, dem schuppenlosen Drachen. Er wohnt hier in der Kristallhöhle. Auch hier bekommen wir es mit diesen Kristallgolems zu tun. Bekämpft sie, wenn ihr sie bekämpfen wollt, am besten irgendwie auf einer Stelle, wo es wo ihr viel Platz zu manövrieren habt. Weil ihre Stöße, ihre Fausthiebe können schnell euch quasi hinunterschubsen. Ihr könnt natürlich auch Glück haben und darauf hoffen, dass die Wegfindungs-KI, wie in diesem Fall, jetzt quasi für euch arbeitet und der Golem einfach nicht um die Ecke kommt. Ansonsten lockt ihn einfach hoch auf den Rasen und dann ist der Typ eigentlich kein Problem. Sonst habe ich doch, ich habe ja noch hier so ein paar normale. Jetzt hat er es fast geschafft. Fast hat er es geschafft. Komm schon. Oh, schade. Gut, weiter geht's. Achtet immer, setzt die Kamera immer schön steil, damit ihr seht, wohin ihr geht, weil ihr seht, die Balken hier, diese Kristallbalken sind nicht breit. Man kann hier überall ganz, ganz fies runterfallen. Es ist auf jeden Fall, das kann ich euch schon mal beruhigen, nicht rutschig. Also keine Eisphysik oder so weiter, wo man hier runterfallen könnte. Ihr müsst nur halt einfach höllisch aufpassen, wohin ihr geht. Und jetzt seht ihr hier oben ein Item und denkt so, hä, wie komme ich da hin? Drehen wir doch einfach nochmal um. Und dann zeige ich euch was, was diese Kristallhülle besonders übel macht und wo ich mir denke, oh, From Software, ihr spinnt doch. Schaut mal diese Schneeflocken, die hier fallen. Irgendwie scheinen die auf irgendwas abzuprallen. Auf halber Höhe. Und siehe da, es ist tatsächlich eine unsichtbare Plattform. Also ihr könnt hier tatsächlich auf Glas laufen, ohne dass ihr es wisst, dass es Glas ist. Und das ist leider nicht das erste und einzige Mal hier in der Höhle, wo wir auf sowas stoßen werden. Gemein, gemein. Aber das ist halt ein Dark Souls. Wenigstens, und das muss man den Entwicklern zugute halten, haben nicht nur sie, sondern ja auch diverse Spieler schon mal hier durch Nachrichten in der angezeigt, hier gibt es wohl auch weiter, ohne dass man runterfällt und eines Knochenbrechertodes stirbt. Ihr könnt hier tatsächlich gefahrlos auf diesen Balken hinüberlaufen. Und fertig ist die Laube. Jetzt haben wir es da vorne wieder mit einem gelben Golem zu tun. Anders als seine blauen Kumpanen bleibt er tot, wenn man ihn besiegt hat. Das heißt, wenn ihr am Leuchtfeuer rastet, kehrt er nicht wieder. Das heißt, ihr könnt euch durchaus die Mühe machen, ihn platt zu machen. Es ist allerdings hier nicht so einfach auf diesem schmalen Gebiet. Das Gute ist, wenn ihr hier auf diesen Kristall-Bobbles hochlauft. Ei, ah, toll. Festgehangen und runtergefallen. Klasse, Dankeschön. Das Lustige, ich wollte euch gerade warnen vor dieser merkwürdigen Kollisionsabfrage hier auf dem Kristall, dass man hier relativ schnell runterrollen und fallen kann, weil hier irgendwie so merkwürdige kleine unsichtbare Wände auf dem Boden sind und da man einfach schnell abstürzen kann. Und prompt ist es passiert. Ja, das lebende Beispiel. Nun denn, es geht weiter. Die nächste Nachricht hilft uns zu sagen, hier geht's runter. Allerdings nur auf halbem Wege, den weiteren gelben Kristallgolem, den ihr hier seht, so tief fallen wir gar nicht, sondern tatsächlich nur auf halbe Höhe. Das Gute ist, dreht euch mal um und rennt gleich hier in diese Höhle rein und ihr habt hier gleich drei Crystal Lizards, die ihr jagen könnt. Meistens erwischt man immer nur zwei, der dritte haut ab, aber bei einem Quit and Reload könnt ihr hier den dritten auch noch abgrasen. Cooles Upgrade-Material. Und jetzt kommt wieder mal, ihr seht schon hier, eine unsichtbare Brücke, die da rüber führt zu diesem Item. Ich kann euch schon jetzt verraten, das ist eine blaue Scholle, die einzige, die man so finden kann im Spiel. Maximales Upgrade-Material für unter anderem magische Waffen. Und um hier rüber zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr wieder auf den Schnee achten, der, wenn wir jetzt mal hier etwas die Kamera positionieren können, der hier auf dem Boden fällt oder auch nicht fällt. Ihr könnt darauf hoffen, dass Spieler Nachrichten verteilt haben oder ihr könnt Prismasteine vor euch auf den Boden werfen, wenn ihr genug habt. Immer wieder vorwärts
und euch so den Weg bahnen nach darüber. Das Schwierige dabei ist, das ist kein gerader Weg, sondern der macht eine kleine Schlaufe nach rechts und dann so ein U-Turn wieder nach links auf diesen Kristall. Es ist saugefährlich, darüber zu gehen, aber wie gesagt, entweder ihr achtet auf die Schneeflocken oder ihr werft Prismasteine oder ihr habt Glück, dass Spieler Nachrichten verteilt haben. Aber da drüben eine blaue Scholle, insbesondere für Magier, ein wichtiges Tool. Nun denn, dann geht es jetzt weiter und zwar quer darüber. Es blendet ein bisschen, aber das ist versprochen die letzte unsichtbare Brücke, denn wir haben jetzt auch die Kristallhöhle fast durchquert. Es kommt nur noch ein letzter sehr schwerer Abschnitt. Hier haben wir übrigens überall, das habt ihr bestimmt schon gesehen, hängen Moonlight Butterflies, was früher mal ein Boss war, hängt jetzt hier rum. Auch die lassen blaue Brocken fallen und mit sehr, sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit auch eine blaue Scholle. Das heißt, wenn ihr euch nicht über diese unsichtbare Brücke trauen magt oder euch die Prismasteine ausgehen, wie auch immer, könnt ihr mit etwas Glück und mit viel Menschlichkeiten hier eine blaue Scholle abgrasen. So, vor uns und dem letzten Boss des Spiels, bis wir zum Finale kommen, warten nun jetzt noch altbekannte Gegner. Wir kennen sie schon aus dem Aschsee. Die Krabben sind zurück. Sie sind nach wie vor brandgefährlich im Nahkampf und sollten auch in diesem Fall einzeln angelockt werden, weil mit mehreren auf einem Mal wird es fast nicht möglich, hier einen Kampf zu bestehen. Das heißt, so weit vorgehen, bis ihr zumindest eine anlockt. Und dann schön einzeln den Garaus machen. Auch sie sind nach wie vor sehr magieanfällig, wie ihr seht. Ein Treffer lässt sie schon komplett staggern. Aber auch im Nahkampf einfach angreifen lassen, umkreisen, nie von vorne. Und das Schöne ist, diese Biester lassen mit relativ großer Wahrscheinlichkeit zum einen Läuterungssteine fallen, um Fluch aufzuheben, was beim nächsten Boss nicht schlecht ist, und hier Funkeltitanit, das sogar mit einer richtig hohen Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr also farmen wollt, ist hier der richtige Spot dazu. So, nächste. Wir haben Lust auf Meeresfrüchte, also kommt her. Dankeschön. Zurückziehen. Markieren. Und meine Magierfertigkeiten nutzen. Man sieht selten, dass da was drin liegt, aber man muss halt richtig so im Kreis laufen, um zu gucken, ist da wirklich was. Und jetzt haben wir halt leider Pech gehabt. Aber die nächste gibt bestimmt was her. Wie die da zum Beispiel. Von der dürft ihr euch nicht in den Rücken fallen lassen, denn die kommt in der Regel, wenn ihr noch ein Stück weiter die Höhle runtergeht. Sehr, sehr ungesund, sich von zwei Krabben einklammern zu lassen. Auch die futtern eure Ausdauer zum Frühstück. Na, nicht pieksen. So, auch du lässt nichts fallen. Danke für nichts. Da hinten im Eck, wo sie gestanden und auf einen Hinterhalt gewartet hat, ist leider kein Item. Schade, schade. Aber dafür haben wir es hier nochmal mit drei weiteren Krabben zu tun. Welche ist die nächste? Ja, sie kommen gleich zu zweit. Danke. So, etwas Geduld. Seid einfach richtig mobil. Lasst sie angreifen und reagiert immer nur, statt zu agieren. Ihr seid heute richtig knausrig, wisst ihr das? Wahnsinn. Normalerweise lässt wirklich fast jede Krabbe ein Funkeltitanit fallen. Heute sind sie nicht so spendabel.
Können wir noch unsere Magie verballern vor dem Boss? Autsch. Du wenigstens? Komm schon. Nein? Schade. Okay. Gut. Hier vorne wartet das Boss-Areal und falls ihr irgendwie den Boss beim ersten Mal nicht schaffen solltet und ihr quasi hier wieder herkommt, seid bitte, ja, so geduldig und erledigt die Krabben, weil das Durchlaufen ist A, schon sehr schwer und B, es kommt vor manchmal, dass sich die Krabben sogar in das Boss-Areal verirren und ihr dann es nicht nur mit dem Boss, sondern auch nur mit diesen blöden Krabben zu tun habt. Nicht cool, gar nicht cool. So, wir haben die Archive durch, die Kristallhöhle durch. Jetzt wartet der letzte Storyboss. Das machen wir in der nächsten Episode. Ich winke wie immer feierlich zum Abschied und sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.